Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich zeige euch heute diesen Make-up-Look. Den hatte ich letzte Woche Sonntag auf der Konfirmation getragen und ich finde den Look einfach so schön und so sommerlich. Es hat so leichte smoky eyes und die Wangen sind ganz betont und es ist einfach so leicht frühlingshaft und deswegen finde ich den einfach super. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich den Look kreiert habe, dann bleibt bitte im Video. Und ich habe wirklich nur Drogerieprodukte benutzt, die ihr euch auch wirklich kaufen könnt. Und ja, ich habe... So, als allererstes fange ich mit der Foundation an. Und zwar ist sie von Maybelline Dream Pore, die BB Cream, die ich täglich benutze und total begeistert von ihr bin. Dann benutze ich natürlich meinen Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 03 True Ivory. Einfach um meine Augenringe ein bisschen... abschwellen und dann benutze ich noch einen, um Pickelrötungen, Unreinheiten und alles mögliche abzudecken. Und zwar ist es der L'Oréal Paris True Match Concealer in der Farbe 02 Vanille Vanilla. Und ich finde, der deckt einfach perfekt. Und ja, damit ihr das dann alles noch mattieren, habe ich dann noch ein Puder benutzt und zwar das Manhattan Soft Compact Powder in der Farbe 0 Transparent. Und ja, das finde ich auch sehr schön. Dann habe ich natürlich noch eine Lidschattenbase benutzt. Und zwar die Essence Isle of Stage Lidschattenbase. Habe ich heute zum ersten Mal getestet und ich bin total begeistert davon. Und ja, da habe ich einen Lidschatten benutzt von Catrice Cosmetics. Das ist die Farbe 760 Nummer 1 Candidate. Und das habe ich einfach in den inneren Augenwinkel gegeben. Und dann habe ich... dann einfach noch eine dunklere Farbe benutzt von der Catrice Cosmetics Absolute Nude Eyeshadow Palette und habe die dann in den äußeren Augenwinkel gegeben und habe das dann auch alles verblendet und auch immer wieder Farbe draufgepackt und weiter verblendet, einfach dass es einen schönen Smoky Eyes Effekt ergibt. Und das kann man dann auch wirklich täglich tragen, weil es nicht zu viel ist und die Augen sehr betont sind. Das habe ich auch früher und oft getragen, jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber am Wochenende ist sowas für mich schon drin. Oder wenn ich in die Schule gehe oder so, weil es eigentlich sehr natürlich ist. Und dann seht ihr gerade, ich verblende es halt ein bisschen mit der Farbe aus dem inneren Augenwinkel. Habe dann nochmal die Farbe vom inneren Augenwinkel drüber gepackt, dass es nochmal ein bisschen intensiviert wird. Und habe dann noch eine andere Farbe für unter meine Augenbrauen benutzt von Catrice Cosmetics. Das ist die 090 Bring Me Frosted Cake. Und habe dann meine Augenbrauen mit einem Kajalstift aufgefüllt. Der ist von meiner Mutter und ich finde ihn absolut gut für meine Augenbrauen. Und zwar ist es der Maybelline Jade Kajal Eyeliner im Braun. Und ja, dann habe ich das noch ein bisschen verblendet. Und dann kommen wir auch schon zur Wimperntusche. Und zwar habe ich mir dann als erstes die Etre Belle Lash Express and Hyaluronic Mascara benutzt. Die verlängert optisch die Wimpern und verdichtet sie auch mehr. Also ich finde sie wirklich total toll. Ich habe sie mal von Pinkbox bekommen. Ich weiß nicht, wo sie erhältlich ist. Ich denke mal über Amazon. Und ja, ich kann sie euch wirklich weiterempfehlen. Die ist total toll. Und gibt auch sehr viel Farbe ab. Und dann habe ich noch eine andere Mascara benutzt. Und zwar die Isadora Precision Mascara. Und ja, das habe ich dann auch wieder auf meinen oberen und unteren Wimpernkranz gegeben. Und da habe ich noch die Technique Mascara benutzt und die finde ich auch sehr, sehr gut, weil sie sehr viel Farbe abgibt, aber sonst eher nichts. Also benutze ich die immer noch einmal oben drüber. Und ja, dann sind wir auch schon fertig mit den Augen. Jetzt decke ich noch meine Pickel ab mit dem Manhattan 2-in-1 Concealer in Powder in der Farbe 20 Soft New. Damit decke ich alle Unreinheiten, die noch durchscheinen, ab. Und ja. Dann habe ich noch einen Bronzer benutzt, und zwar den Essence Sun Club 2-in-1 Highlighter im Bronzer in der Farbe 10 Sunshine. Und habe damit einfach ein bisschen mein Gesicht
konturiert und gebronzt und habe dann auch meine Nase ein bisschen konturiert. Und die Wangen natürlich. Und ich finde den Bronzer einfach ziemlich gut, da ich ein heller Typ bin und der ist wirklich nicht zu dunkel. Und ja, jetzt konturiere ich noch schnell meine Nase. Und ich muss schon sagen, optisch wird die echt schmaler. Das habe ich auch, das mache ich jetzt auch erst seit ein paar Wochen. Teste ich das und ich finde es auch richtig gut. Jetzt verblende ich das noch mit meinem Puderpinsel. Und ja, dann habe ich noch einen neuen Blush getestet. Und zwar habe ich den von Pinkbox. Und das ist der Beauty Crop Blush Duo in Papaya Don't Peach Me. Ich finde den sehr schön. Das ist so ein Glitzerner. Da braucht man auch keinen Highlighter oder so. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch einen Lip Liner benutzt von Essence. Das ist die Farbe 07 Cute Pink. Und ich finde die Farbe wirklich sehr natürlich und sehr schön. Und habe dann auch den Essence Lippenstift in der Farbe 07 Natural Beauty benutzt. Und habe dann nochmal mit einem helleren Nude-Ton außen das umrandet. Und so, ihr Lieben, das war der Make-up-Look. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wie immer könnt ihr anfragen, was ihr am Mittwoch sehen wollt. Für ein Video. Ich freue mich auf all eure Videoanfragen und werde sie natürlich selbstverständlich auch drehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende gehabt und genießt euren Sonntag noch. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video. Und ja, ihr solltet mir definitiv auf Snapchat folgen, dann erfährt ihr mehr aus meinem privaten Leben, was ich nicht so auf Instagram und YouTube zeige. Und ja, hier seht ihr auch nochmal unten meinen Namen eingeblendet für Snapchat und am Ende des Videos auch nochmal. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch, genießt das Wochenende noch. Tschüss! I can't stop.